Bei der Ressourcenanalyse für eingebettete Systeme geht es um die Bestimmung der maximalen Laufzeit und des maximalen Energieverbrauchs für bestimmte Aktionen in einem eingebetteten System. Man benötigt diese Kennzahlen beispielsweise für eine Applikation für Sehbehinderte, um zu garantieren, dass die Person unter sicherer Assistenz des Systems eine Kreuzung überqueren kann, ohne dabei zu riskieren, dass die Energie ausgeht.